Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute zeige ich euch meinen Black Friday Einkauf. So fange ich mit denen am coolsten an, was wiederum aber auch überhaupt nicht irgendwie spektakulär ist, weil ihr es vielleicht schon kennt. Und zwar der hier. Der Yeezy, den habe ich gekauft am Black Friday. Den habe ich mittlerweile auch schon getragen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Schaut noch sehr gut aus. Bin sehr pfleglich mit denen umgegangen. Da sind sie. Also der Zustand ist noch sehr gut. 220 Euro. Darauf gab es leider keinen Rabatt. Wundert euch nicht, da hier jetzt irgendwie McDonald's steht. Ich habe nämlich eben gerade ein Video aufgenommen, wo ich McDonald's Sachen gegessen habe. Und das seht ihr dann die Tage. Auf jeden Fall, nach den Schuhen habe ich mir dann dieses T-Shirt gegönnt. Wie findet ihr das? Also recht simpel, aber cool. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist so ein dezentes Pink. Also ich fand das ziemlich schick. Aber ich wollte mir auf jeden Fall noch eine Mütze kaufen. Tut mir leid, ich bin noch ein bisschen krank. Diese Mütze wollte ich mir erst noch kaufen, aber die war ein bisschen zu krass pink. Ich weiß nicht, so pink ist das jetzt gar nicht, so ein blasses Pink eben. So, auf jeden Fall. Das T-Shirt hat gekostet... Na, ich schau mal. Also der ursprüngliche Preis war 30 Euro. Ich glaube, ihr seht das jetzt spiegelverkehrt. Ich weiß nicht, falls ihr das auch kaufen wollt. Könnt ihr jetzt pausieren und euch die Nummer notieren. Auf jeden Fall kriegt ihr das dann auch. 40 Euro kostet es eigentlich. Ich habe 23,50 Euro bezahlt. Sehr nice. Also das Ding war, ich habe mir schon mal angeschaut und dann dachte ich, 40 Euro ist ein bisschen teuer für so ein besonderes T-Shirt auf jeden Fall. Ja, könnte auch ein weiß gewesen sein, wo irgendwie ein roter Pullover mit in der Wäsche war oder so. Und dann habe ich es halt doch nicht geholt so. Und dann am Black Friday habe ich gedacht, komm, jetzt schnapp's dazu, weil ich habe, glaube ich, 25% oder 30% bekommen. Auf jeden Fall das nächste ist einfach random so ein einfacher Tom Taylor Pullover. Sehr schön für den Winter, weil das so Strickmaterial ist oder so. Einfach mal auf schlicht, so ohne Aufdruck. 700 Euro Sweater ohne Aufdruck. So, dann als nächstes war ich bei Tommy Hilfiger. Hab mir dieses hier gekauft. Sehr cool, mein Bruder hat genau das gleiche. Ich habe es auch schon mal angehabt. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Er hat, glaube ich, L und ich habe M. Das unterscheidet das auf jeden Fall. So, und das letzte ist wieder von Tommy Hilfiger und zwar ein Gürtel. So schaut er aus. Ihr seht auch direkt den Preis. Da habe ich nochmal 25%. Bin mir nicht ganz sicher, 25 oder 30% drauf bekommen. Ich glaube 21,50 Euro oder so habe ich bezahlt. Irgendwie so, auf jeden Fall ist es Größe 90. Ja, also weil das ist ein bisschen schwierig bei Gürteln irgendwie. Für 85 bin ich zu dick und für 95 zu dünn. Und 90 ist gerade noch so tragbar. Ja, auf jeden Fall, das ist auch wieder sowas. Den habe ich mir vor längerer Zeit schon ausgesucht. Aber wenn ich ehrlich bin, war mir 27,90 Euro irgendwie zu teuer für einen Outlet-Preis. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, irgendwann kommt so eine Sale-Aktion und dann kaufst du den auf jeden Fall. Weil mein Calvin Klein Gürtel ist irgendwie kaputt gegangen. Beziehungsweise der war schon recht abgeranzt so. Und ich habe gedacht, komm, kannst du immer noch benutzen. Immer noch, weil ich schmeiß ja ungern was weg. Auf jeden Fall, jetzt ist die Gelegenheit gewesen. Und da habe ich jetzt nochmal zugeschnappt und habe mir den gegönnt. Sehr cool, auf jeden Fall in schlicht schwarz. Das war auf jeden Fall auch die letzte Größe in diesem Schwarz. Ja, finde ich cool. Sonst hatten die noch braun. Aber ich weiß nicht, schwarz ist so schlicht. Kannst du zu allen anziehen. Schaut da doch sehr gut aus so. Passt doch irgendwie alles ein bisschen von den Farben her zusammen. Außer halt das Rosa eben. Ihr wisst, was ich meine. Noch ein bisschen erkältet hier. Kennt ihr diese Leute, die mal ein bisschen übertreiben? Schreibt es in die Kommentare. So, auf jeden Fall noch ein kleiner Tipp am Rande. Falls ihr auch irgendwie Yeezys habt oder besondere Schuhe halt, die einen guten Weiterverkaufswert haben später, wenn ihr mal Geld braucht oder euch der Schuh nicht mehr so gefällt, ist die Einlagesohle komplett ungetragen noch. Und ich mache es immer so, ich habe den jetzt noch Factory Laced. Ich glaube, ich mache den die Tage auch mal auf. Wie ihr seht, keine Einlegesohle drin. Der Yeezy drückt dann noch nicht mehr so. Und, obwohl der hier drückt sowieso nicht, der ist voll riesig. Auf jeden Fall, wenn ihr die Einlegesohle noch komplett mit dem Aufdruck umgetragen habt, wirkt das besser. Beziehungsweise ihr könnt ihr dann, wenn ihr weiterverkauft, sind mehr wert. Was aber nicht die Intention bei so einem Schuh sein soll, sondern man soll es tragen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt eine positive Bewertung. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch an Black Friday was gegönnt habt. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und ciao.